So Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich habe den Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Uwe Ursa gegen Mehrvolk. Auf einer wunderschönen World Championship Qualifier Regional Yu-Gi-Oh! Playman. Wow. Ach, großartig, diese Trolls. Die spielen gerade auch, wer hat die hässlichere Playmat, finde ich. Das andere ist die Witch. Die ist auch urig alt. Die ist echt alt. Das ist eine sehr, sehr alte Karte. Ja, boah. Macht's aber nicht schön. Aber es ist Foglio, glaube ich. Ach, ja, Mehrvolk gegen Uwe Ursa. Mehrvolk mit Fettschländern. What? Ist das ein Stifle? Das ist ein freaking Stifle. Was hat der denn für eine Liste geklaut? Ich habe keine Ahnung, aber ich liebe sie jetzt schon. Die ist irgendwie echt cringy. Oh, das ist eine Edged Foil. Edged Foil? Ja, Insel. Edged Foil Insel aus Modern Horizons 2. Ach Gott. Weil die ja so dunkel foiling sind. Ja. Für meine Kamera natürlich ein Träumchen. Auf der anderen Seite Uwe Ursa, also ein Uwe Affinity mit Ursa dabei als Midrange-Plan. Mhm. Und gerade passiert da auch nicht sehr viel. Nö, es kam kein Chalice, es kam kein anderes Artefakt. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob Uwe Ursa hier weiß, wogegen das spielt. Deswegen kann es auch gut sein, dass der fetcht gerade nur auf blaue, auf Inseln, also. Ja, da sind ja auch nur Inseln drin. Ja, ja, aber es sind keine Snow-Covered, von daher kann kein Mono-Blue-Delver sein. Ja. So, da kommt ein... Oh mein Gott. Tideshaper. Ja. Für ein blaues und für Kicker kann man eine Karte zu einer Insel machen. Ja. So, wenn im Spielfeld ist. Und dann kann man halt sagen, so, hey. Du hast eine Insel, der ist auf 18. Da ist eine Insel. Und damit ist das Fast Mana hier auch schon wieder weg. Ja, aber nur so lange, wie er auf dem Spielfeld ist, ne? Genau. Insel. Dass das. Ja. Wahrscheinlich Human oder Artificer und dann. Ne, Human. Die sind alle Human in Deck, glaube ich. Ja, der Ursa ist ja auch Human. Ja. Er ist vom Canonist. Ist, glaube ich, nicht so relevant für Fische. Ja, höchstens mal für ein Counter-Battle. Alles nicht so geil. Also kein geiler Start für Uwe Ursa. Ja, sehr langsamer Start. Ja. Und auf der anderen Seite hier natürlich jetzt Lords, Stifle, True Name, alle Karten, die man haben möchte, alles, was man hier probieren möchte. True Name, nächste Runde, da ist noch ein Land, nächste Runde. Okay, hier kommt der Lord, hier kommt der Lord. Da kommt der Lord, Chat in True Name. Der Lord. Ja, Lord sagt, der haut für 3-3. Uff. Heißt 17. Wow. Ja, das. Uwe Ursa hat sich aber schon 2 Leben gespart. Ja. Man muss selber dann Positives sehen. Endknump wurde hier nicht gedacht. Ja, doch schon, aber es war eine Insel. Ja. Für 3 Mana. Sei. Sehr, sehr gut. Genau, jetzt geht's hier los. Man hat sich wahrscheinlich die ganzen Artefakte auf der Hand behalten. Ja. Die ganzen Bubbles jetzt auch, ne? Die kann man jetzt frisch schön durchsaugen. Oh, yes. Yes, mehr Bubbles. Hat der genug Token dabei? Hat er sie? Wahrscheinlich. So wie jetzt unser lieben Patrick Kerl wahrscheinlich. Ja, das Hauptproblem ist, er kann ja trotzdem nicht blocken. Weil er hat jetzt eine Insel. Wir haben jetzt Island Walk und er hat jetzt eine Insel. Das ist uncool. Puff. Das ist. War das noch ein Tide Hollow oder war das ein. Das sieht aus wie noch ein Tide Hollow. So vom Grad der Dunkelheit her könnte das. Es gibt noch ein paar andere dunkle Karten da drin. Es gibt auch noch den Dockside. Den, der ein Rishan-Port ist. Die Dockside oder Dockhand? Dockhand? Kann das Wort. Rishan-Port on a Stick. Jetzt natürlich die Frage, ob man hier jetzt nochmal was zu einer Insel macht. Warum nicht? Ich glaub, die Stifle kannst du ja auch gerade. Ja, Stifle braucht man hier nicht. Man kann auch hier einfach für nochmal eine Insel machen und dann mal einmal für 6 reinschieben. Jo, ja, im Mutterwald. Insel machen ist halt. Oder einfach TNN. Oder es fehlt dann wieder das Blaue, weißt du? Kicker ist farblos bei dem. Kicker wäre farblos, genau. Das wäre halt der Vorteil. Man hätte. Das ist halt die Sache. Man hätte letzte Runde einfach den. Oh ja, hier. Ist das denn? Das ist der, wo man den Mehrvolk vorzeigt. Ansonsten muss man mehr Mana bezahlen, dann kann man eine Karte ziehen. Ja. Silver Hand Adept. Das ist ein Days. Days, ja. Ja, mach nur eine Insel raus. Oder hau für 6. Hau für 6. Das war uns doch draußen. Stimmt. Da ist eh nur auf. Stimmt, sechs hier ist kein Spell mehr möglich. Die Frage, ob das realisiert wird.
Ja, wird realisiert. Whoopsie. Ups, I did it. Ja, ansonsten, ja gut, dann kann man hier einfach für 6 machen. Komm schon. Jawohl. Siehst du quer, siehst du mehr. Genau das. Den Lord lässt man hier zurück, genau. Einfach mal für 6. Der Lord, sorry. Ah, nee, andere, ne? Andere. Ah! Das sind dann. Jo, ist man auf 11. Das ist eine Menge Holz. Da liegt Liefel. Stimmt. 6, 12. Das sind allein schon die Mutterwolls sind ja schon 6. Ja, das ist nochmal 6 und 12 Damage. Uff! Da liegt Liefel. Das könnte jetzt schnell zu Ende gehen. Krass. Mehrfolg ist halt echt immer noch sehr, sehr schnell. Und auch hier sieht man sehr harten Einfluss von Modern Horizons 2. Drei neue Karten drin. Ne? Ja. Ja, plus eine wilde Liste mit Stifle und Fetchländern und so. Ja. Muss ich Dennis mal einladen, dass er die mal bitte als Decktag vorstellt. Danke. Chalice of 1 kommt ein bisschen spät. Die wäre früher schöner gewesen. Aber besser als nie. Da ist noch eine Chalice of 1. Auf 0. Auf 0? Nee, der hat auch Dana getappt. Ich glaube, der hat noch einen auf 1 gespielt einfach. Das kann natürlich sein. Ja, das nützt dir halt nur nichts. Nee. Ne? Bist du it. Ja, das ist over. Wenn Mehrfolg das hier sieht, muss man natürlich immer sehen. Ist noch eine Mutterwolle, das heißt, man kann sogar Stifle offen halten. Nee. Also kann man schon, aber. Bringt halt nichts durch die Chalice, klar. Hm. Man hat Days. Ja, hier wird schon gecountet, glaube ich. Wenn der jetzt hast du noch eine Mutter holt. Ja. Also ich würde jetzt hier keinen Spell spielen, Kollege. Nö, ich würde hier auch einfach aktivieren und jawohl, schön blaues Mana offen lassen. Und dann. Und zwei. Dann einmal alles. Jawohl. Scoop. Yay, Skill. Im Attacker declare. Scoop. Ja. Sehr, sehr cool. Also hier mit dem Lord, das ist natürlich mega. Gerade mit den neuen, mit den Tide-Hollows. Weil die halt auch noch 3-3 Beater sind. Ja, die sind halt echt. Also 2-2 und dann halt durch den Lord 3-3. Ja, vom Sideboard her, ich habe keine Ahnung, was diese weirde Liste von Mehrfolg im Sideboard spielt. Ich habe aber schon noch nie eine Mehrfolg mit Stifle gesehen. Oder Fetchländern. Ja. Dadurch, dass die die Dockhand jetzt haben, könnten sie theoretisch 8-Port spielen oder sie lassen die Ports halt einfach raus und spielen nur die Dockhand. Ja, ich weiß es nicht. Bei UW Ursa bin ich mir selber sehr, sehr unsicher. Es kann sein, dass da Swords im Sideboard sind. Mhm. Das wäre natürlich sehr, sehr cool, hier Swords mit reinzunehmen. Prismatic Ending, natürlich auch Prismatic Ending mit 2 Walking Ballista ist, glaube ich, ein Mainboard. Sieht aber nach einer unspielbaren Hand aus. Mhm. Auf der anderen Seite Mehrfolg, mal wieder ein Fetchland. Ein Force. Ein Lord, ein Wasteland. Alles und 2 dunkle Karten. Alles, was man haben will. Ja. Gut, da haben wir einen Mulligan auf 6 von UW Ursa. Der darf auch noch anfangen. Oh, jawohl. Das ist ja, wenn ihr Chalice of 1 zum Beispiel bekommt, wäre schon gut. Das wäre schon super. Ja, ne? Bubble dich. Ah, jetzt haben wir es nicht gesehen. Man, und go. Leute. Okay. Das ist ein Chalice Spear, den will man natürlich nicht ziehen. Mm-mm. Chalice of 1 wäre hier schon gut gewesen. Ja, vor allem jetzt Fetch of Dockhand, das wäre natürlich. Ja. Sind die Unschall. Ich finde es interessant, dass zum Beispiel so Karten wie Curse Catcher jetzt rausgeflogen sind ein bisschen. Ja, stimmt. Da ist ja gar nichts mehr. Und nee, kaum wenig, drin. Wenig. Aber das ist auf jeden Fall. Ja, da ist der Dockhand. Das ist 1-2, ne? Ja, der ist 1-2 für einen Mana und hat den Richard Port-Effekt, dass er Länder wegtappen kann. Das ist richtig strong. Oh, da wird drauf reagiert. Nee, das ist einfach nur. Oh, man hat kein Land. Und der Gegner hat den Dockhand und ein Wasteland. Ja, das Wasteland, weißt du, was Phase ist, ne? Ei, ja, das tut weh. Da musst du gar nicht groß überlegen, Kollege. Ah, doch, man muss einen Mehrfolg tatsächlich schon, weil wenn man selber danach halt auch nichts mehr spielen kann. Ach, den kannst du doch mit runtergelassener Hunde liegen lassen. Ja, das stimmt. Ja, oder machst du eine Insel da draus, ne? Dann guckt er halt noch mehr in die Möglichkeit, die Exit. Absolut möglich sind, aber ich glaube. Macht ja, okay. Insel draus machen ist, glaube ich, echt gar keine schlechte Idee, die man hier tun könnte. Aber man zerstört es einfach direkt. B
Speedverein. Man könnte jetzt natürlich auch den Tight Verein spielen einfach. Vor allem, wenn er als 1 gibt. Boah, kein Land. Kein Land. Und noch ein Wasteland. Ja. Jetzt könnte man natürlich, nee, es ist ein Dockhand leider. Ein zweiter. Den hätten wir auch letzte Runde spielen können. Nee, ist ein Tight. Man hätte jetzt den Kicker bezahlen können. Und sein eigenes Land machen können. Es sei denn, es steht nur Opponent drauf. Das weiß ich natürlich nicht. Die Leute werden es mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Hoffe ich. Danke dafür. Das ist ein Mutter, der zieht doch alles, was er braucht. Ja, ja, echt gerade. Eine zweite Blauquelle wäre auch gut gewesen. Da ist ein Hercus Recall auf der Hand. Uff, ja. Auch das ist ziemlich gut. Und das hier gibt es auch noch Beatdown-Plan. Ja. Und wieder kein Land. Das ist gut. Schade für Game 2. Aber wenigstens ein kurzes Match für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr so davon gehabt haltet. Gehabt, halten, habt. Genau das. Gehabt. Ciao, ciao.